Guten Tag, ihr lieben Geschwister, alle die hier, das es YouTube seht. Ich vertraue, euer Herz fängt hüpfen an vor Freude über das, was der liebe Gott machen kann mit richtigen Schwächlingen. Weißt du, keiner von uns hat sich je vorstellen können, dass Gott mit uns so einen Segen in Uganda freisetzen kann. Und da möchte ich jetzt zuerst über das wunderbare Zentrum in Karamoja sprechen. Das war, also es ist wirklich bisher die ärmste Gegend gewesen, die verlassenste. Da waren nur Viehtreiber, die aus Äthiopien herübergezogen sind nach Uganda. Die haben nur das Milch getrunken und wenn sie ein gutes Essen mal halten wollten, haben sie eine Ader der Kuh geöffnet und noch das Blut hinein in die Milch. Aber sonst kaum etwas. Also das war so eine Armut dort. Und da hat Gott uns hingerufen. Und wir fragen natürlich immer, was er im Himmel vorbereitet hat für jede Gegend, wo er uns hinführt. Und dort hat er uns gezeigt, also wir sollen einen Kindergarten bauen für 300 Kinder, was wir gemacht haben. Eine Volksschule für 700 Kinder und auch ein Dorf für alte, verlassene, kranke Menschen. Und es ist... Also für uns ist es einfach eine, wir kommen vom Staunen nicht heraus. Diese Karamojong sind so gescheite Leute. Ich persönlich bin überzeugt, dass die sogar jüdisches Blut haben, also ein Chromosom mehr, weil sie sind von Äthiopien heruntergekommen, waren Viehtreiber. Und in Äthiopien gibt es ja ganz, ganz viele Juden. Und die, auch diese, die jetzt in Karamoja sind, die haben sehr viel jüdische Gebräuche und ich schaue doch aus wie Juden. Und ich habe sie genannt, wie ich gekommen bin, habe gesagt, du bist der Mose, du bist der Abraham, du bist der Noah. So, und die haben alle den Namen genommen. Und bis zum heutigen Tag nenne ich sie so. Ja, und da könnt ihr sehen, was der Herr, indem wir hören auf ihn, was hast du vorbereitet? Und dann diese ganzen vorbereiteten Werke auf die Erde holen und damit und arbeiten beginnen damit, wie er uns Tag für Tag führt. Ihr könnt auch sehen, wie diese Kinder glücklich sind. Im Gegenteil, diese Kinder sind so dankbar, in die Schule zu gehen, dass sie nicht mehr nach Hause wollen, auch nicht in den Ferien. Und leider haben die Karamojong hauptsächlich ihre Kinder eingesetzt als Viehtreiber. Oder halt, dass sie die Tiere bewachen. Und so müssen wir die Kinder in Internate geben, dass sie, sonst schicken sie einfach nicht in die Schule. Und die Kinder lieben es und sind sehr gescheit. Und da zeigen wir euch jetzt einige Bilder vom Kindergarten, von der Volksschule. Aber zu dem Dorf für die alten Menschen möchte ich noch was dazu erwähnen. Wir haben hier eine wunderbare Frau gefunden, die Sisi, Mama Sisi, die diese Menschen betreut, die ihnen die Chigas aus den Beinen gibt, die sie wäscht, sie tanzt mit ihnen, sie singt mit ihnen, sie betet mit ihnen. Sie ist wie eine Mutter für sie. Und diese Frauen könnten alle fast die Urgroßmutter von ihr sein, aber sie nennen sie alle Mama. Und sie haben noch selten so viel Liebe erfahren wie eben in diesem Village. Es wird auch gut gekocht für sie und sie helfen auch mit beim Kochen. Ist richtig eine liebenswerte Gemeinschaft. Und wisst ihr, die sind aufgeblüht. Die wissen, ich bin noch wichtig im Leben. Und so danken wir von ganzem Herzen allen Spendern, die gespendet haben für
Karamoja, für die Bauten, für die Schulgebühren der Kinder. Natürlich braucht man immer wieder mehr, weil wir eben so gesegnet sind. Jetzt wollen so viele ihre Kinder in die Schulen schicken zu uns. Und wir brauchen dazu wieder neue Paten. Also, wenn du eine Idee hast, ein Patenkind übernehmen zu wollen, dann bitte, bitte schreib. Du kannst in unsere Website gehen, da findest du das Formular dazu. Und schick uns deine Bestätigung, dass du ein Patenkind übernehmen möchtest. Und ich kann dir sagen, da veränderst du Leben. Da veränderst du wirklich Schicksale dieser Kinder. Und sie sind sehr gescheit. Ja, und jetzt wollen wir einfach euch auch einladen, dass ihr mal kommt und uns da besuchen. Der Auftrag, den wir von Gott haben, ist, dass wir dieses ganze Karamoja, das reines Jungfernland ist, in ein Landwirtschaftsgebiet verwandeln. Denn Gott hat durch den Präsidenten und auch durch viele andere schon oft bestätigt, dass Karamoja den Ruf hat, der Brotkorb von Ostafrika zu sein. Bei meinem letzten Besuch in Karamoja habe ich das erste Mal jemanden mit einer Haue gesehen, der die Erde ein bisschen gekratzt hat. Und der wollte was pflanzen. Das habe ich noch nie gesehen da drum. Sind, weiß nicht wie viel, tausende Quadratkilometer Brachland. Also Jungfernland. Und wir haben den Boden dessen lassen. Das ist der beste Boden für Cashewnüsse, Mahagoni und Teakholz. So, was das Problem ist, ist natürlich das Wasser. Und da sind wir auch dabei und vertrauen, dass der Herr uns die richtigen Leute schenkt, die dort Wasserreservoirs bauen und auch uns versorgen mit der nötigen. Am liebsten hätte natürlich, dass jüdische Bauern kommen, israelische, und uns zeigen, wie sie die Wüste zum Blühen gebracht haben. Und der Herr wird auch diesen Wunsch erfüllen. Ja, also bitte kommt und schaut euch Karamoja an. Es ist wirklich ein Wunder ohne Ende, was Gott hier mitten in der Pampa aufgebaut hat und wie das Leben dort blüht und die Menschen ja, eine ganz neue Dimension an Lebensqualität erfahren dürfen. My name is Lokhola Isaac. I am a born of Karamoja. I thank the management of Vision for Africa for accepting to help us, for their good support, for everything they have done to us. We thank them for their uniform. You can even see right now, we are smart just because of your help. And also, we want to say thank you for the pastors that you have sent us. They really help to share with us the memory verses. They pray for us. When we fall sick, they also pray for us. We want to say thank you so much. We also thank them for the whole fence. Really, that whole fence has helped us. You know, the insecurity in Karamoja region is not all that good, but we thank you. My name is Patrick Otrau, the head teacher, at the same time administrator at Vision for Africa International, Karamoja branch. This place has a population of 417 children in primary section, and then 214 children in nursery section. But also, we have the teenage home that take care of the old elderly people, and we have 38 of them, plus other attendants, making it 43 in number. At the end of the day, you realize that in 2017, there were only 12 staff members, but as we talk now, we have 74 staff members working here and jollily serving the Lord and serving the people of Karamoja. As a school, we offer both curricular and extracurricular activities, and by so doing we promote the talents in terms of academics and in terms of sports.
so the children do participate in sports, no matter of the challenge of the field, maybe for ball games, but we use the little space that we have cleared to do the training. We pray other partners will help us and join us in promoting and developing special pitch for the children. We have the sick bay that helps to attend to the medical needs of the children and the staff members as well. Our kindest request to all friends of Vision for Africa and leaders of Vision for Africa is to have a dining hall, special dining hall for our children, so that our children can enjoy the facility and use it for that purpose. Above all, we also want to thank the sponsors and other friends of Vision for Africa for ensuring that the children of Karamoja get the requirements in time. The children here don't come to school with requirements. They get requirements at school, both used in dormitory and also in the classroom. They're all provided and each child is given by the necessary officers, be it in the dormitory, through the matrons, or then in class through the class teachers. And all the records are kept for purposes of reference. One thank management so much for that. This is the way to go. And we want to pray that we continue with the same, that we better the standards of living of the people here. I know the young children we're investing in today will be great men and women in the future. My name's Anabulia Sisi. So I'm here because of the grace of God. If you don't have the grace and you don't have the faith plus love, you can't do this work. Because by the time I came to this place, it was really looks like awkward place. But right now, if you come to this place, it looks like a Canaan land. Yeah, we have love, we are enjoying, we are happy. So when I miss this place, people looks like sick when they don't see me. Because of this lady behind me, she's my interpreter. She's called Florence. She also helped me so much to help these people. So I'm working with her, and she's a strong woman. And we are moving on well. The place looks nice. Everyone looks happy. We are happy to serve, and we are ready to move on with the love of God. Danke noch einmal für euren Beitrag, für eure Gebete, aber auch für eure Unterstützung in Finanzen, in Ratschlägen, in Kleiderspenden, was immer. Der Herr segne euch und begegne all euren Bedürfnissen gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit. Shalom, shalom aus Uganda.